Hallo und herzlich willkommen zum 35. Beitrag. Schön, dass ihr wieder da seid und dass ihr eingeschaltet habt. Vorneweg vielen Dank für die tollen Kommentare zum letzten Video mit den Anregungen und Tipps. Und ja, es wird einiges davon schon umgesetzt in dem Video. Ihr habt wieder mitgemacht, die Katze habt ihr gefunden im mittleren Tor. Ist noch zu sehen, ganz weit hinten, da steht sie. Die muss immer mit drauf und muss natürlich auch alles begutachten. Ja, wie ihr hier auch seht, ich habe hier vorne schon mit den Schienen jetzt weitergemacht. Das ist jetzt der vordere Stang noch nicht so ganz fertig. Hinten habe ich Fliesen schon drauf, die Weichen angebracht und ich habe jetzt die Zufahrt zur Drehscheibe reingemacht. Ja, wie geht es weiter? Die Post war da. Lubrix hat geliefert und zwar ist die große Bekohlungsanlage gekommen. Ich habe einen Eisenbahnwaggon bekommen. Ich habe hier auch schon vor ein, zwei Wochen einen Bus von Lubrix bekommen und ein paar Kleinigkeiten, Grünsachen und so, Deko-Dinge. Wobei ich jetzt sage, das bleibt jetzt alles erstmal hinten anstehen. Es geht natürlich weiter mit der großen Bekohlungsanlage. Die werde ich jetzt auspacken, werde sie zusammenbauen und dann wird die hier vorne in dem Bereich hier integriert werden. Wie sie genau reinkommt, das werde ich dann sehen, wenn sie zusammengebaut ist. Ob ich sie auch 1:1 auch von der Länge so reinstelle, das wird sich zeigen. Wie gesagt, ich packe jetzt aus und werde anfangen mit Bauen. Wenn irgendwelche Besonderheiten sind oder irgendwas auffällig ist, würde ich euch das natürlich zeigen und ich werde euch natürlich auch verschiedene Arbeitsstände von der Bekohlungsanlage zeigen. Ich würde sagen, ich melde mich dann gleich wieder, wenn der erste Arbeitsschritt getan ist. Die ersten 36 Bauabschnitte sind fertig. Das schaut dann praktisch nach der Bauanleitung so aus. Es hat sich bis jetzt alles gut bauen lassen. Klemmqualität, Klemmkraft der Steine ist super. Passt also, ist nichts zu sagen. Und es wird jetzt hier die Position von der Bekohlungsanlage sein. Das ist jetzt praktisch auch mal der Behälter, der schon so weit gebaut ist. Position wird sich dann, ja, wenn das Ganze fertig ist, zeigen, wo das steht. Du das jetzt mal grob hier hinhalten. Das ist also schon ein größeres Bauwerk, was hier entsteht, habe ich festgestellt. Was ich jetzt noch nicht so ganz mir schlüssig bin, und zwar beim Aufbau von den Schienen, ob ich jetzt hergehe und ich baue den, mache hier den Unterbau drunter, wie bei den anderen Gleisen, wie drin ist, oder ob ich hier gleich hergehe und mache das Ganze auf dem Baseplate fertig fest und ich tue dann das Ganze hier dann ganz normal mit entsprechend Steinen auskleiden und ausbauen, damit es hier alles etwas tiefer dran ist. Wie gesagt, das wird sich jetzt noch zeigen. Ich würde sagen, ich mache jetzt einfach weiter, bis dann die restlichen Teile fertig sind und würde mich dann wieder melden. So, das ist jetzt der Arbeitsstand zwischendurch. Ich habe gedacht, ich tue mich jetzt mal melden und zeige euch das Ganze, wie es jetzt soweit ausschaut. Es gibt hier einige neue Erkenntnisse. Zuerst mal, das Teil hier ist jetzt erst soweit mal fertig nach der Bauanleitung. Was mir hier nicht so ganz gut gefallen hat, das ist die Bauweise von dem da hier. Das ist sehr labil und ich nehme das mal raus. Diese Steine hier, die haben so gut wie, da sind sie, die haben also relativ wenig Klemmkraft. Das hat mir nicht so gut gefallen. Ansonsten war der Rest eigentlich ganz gut. Es wird zwar durch das Zusammenbauen mit den 1x4 Fliesen wieder etwas fester, aber es ist nicht so ganz das Gelbe vom Ei. Das ist vielleicht eine Überlegung, ob man dann auf Lego-Steine umsteigt oder ob man dann hergeht und klebt das Ganze. Wie gesagt, das war bis jetzt das Einzige, was ich zu bemängeln hatte von dem Bekohlungsteil. So ist auch jetzt irgendwo die Lache angedacht, damit man praktisch hier auch, was weiß ich, mit dem LKW reinfahren kann, kann abkippen. Deshalb habe ich jetzt hier auch eine Kreuzung mittlerweile reingemacht von den Straßenplatten. Ja, dann habe ich dann schon am Kran relativ viel weitergebaut. Der lässt sich bewegen, geht gut hin und her. Und ja, von der Bauweise ist das Ganze doch recht stabil. Das ist noch nicht fertig, das ist jetzt ein Bauabschnitt gewesen.
Das kommt dann zum Oberbau dazu. Ja, ist gut, ganz gut gemacht. Was irgendwie keinen Sinn macht, das ist jetzt hier das mit der Treppe und dann auf der anderen Seite hier der, jetzt gucken wir mal, ja, dieser Puffer, weil dann schlägt der Puffer auf die Treppe und hier an den Dingern, aber das sehe ich jetzt auch nicht so dramatisch und so kritisch. So, Vorführeffekt. Da habe ich das Ganze falsch angefasst. Okay, dann habe ich noch was entdeckt. Und zwar, wie vorhin gesagt, ich wusste es nicht wegen Festmachen von den Schienen. Ich habe das Ganze jetzt verbaut. Habe unten drunter das Ganze auch mit Blades ausgefüllt, das Ganze in dem Dunkelgrau. Das schaut ganz gut aus und bin jetzt auch hier vom Abstand her weg von den Ballastblades und habe es direkt auf den Boden drauf gemacht, damit auch dann wieder der Übergang gut zur Drehscheibe passt. Ja, was mir jetzt aufgefallen ist an diesen Teilen, und zwar hatte ich das Ganze befestigt erst, oder beim Befestigen dann gemerkt, andersrum muss ich sagen, den Zusammenbau. Ich habe die normalen Blades festgemacht auf meinen Baseblades und letztendlich hat sich die Baseplate richtig stark gewölbt. Die sind zwar jetzt hier ein bisschen noch gewölbt, aber das ging nach oben. Dann habe ich gedacht, es liegt an diesen Blades von Bluebricks. Und dann habe ich hinten angefangen und habe die mit Lego Blades ausgetauscht und habe dann festgestellt, es liegt nicht da dran, sondern die Schienenstücke hier. Die Schienenstücke, die sind zu lang und weil die zu lang waren, hat sich beim Reinbauen das Ganze geklemmt und dann hat sich natürlich aufgrund der Größe das Ganze nach oben gewölbt. Ich bin jetzt hergegangen und habe rechts und links mit der Feile ein bisschen die Dinger gekünstelt, ein paar Zehntel. Und dann lässt sich das gut verbauen und dann ist es auch wieder gut. Und dass das hier sich wölbt, das liegt an dem Baseplates von Wangi, sind die, glaube ich, über Bluebricks zu bestellen. Genau, also das wollte ich euch noch sagen, wenn ihr das Ding baut, es kann sein, dass die zu lang sind und wenn ihr das festmacht auf Baseplates, dann gibt es Probleme. Wenn das Ding nicht auf Baseplates festgemacht wird, ist es relativ gerade, da fällt es auch nicht auf. Ja, dann habe ich noch was, wie es der Zufall will. Meine Fliesen sind ausgegangen und heute früh war die Post da und das wollte ich euch jetzt auch noch zeigen. Und zwar habe ich das hier bekommen. Das passt natürlich jetzt ganz gut zu meinem Umbau und ich habe jetzt einfach mal auch gesagt, ich probiere jetzt mal AliExpress aus. Ich habe Fliesen bestellt, 2x2. Ich habe einmal zwei kleine Blades bestellt, um wieder den Aufbau für die Schienen zu machen. Dann habe ich natürlich Platten für den Unterbau bestellt, Blades dazu und dann auch 2x4 Blades. Und was natürlich ganz toll ist, das sind die 1x4 Fliesen. Und die 1x4 Fliesen, vorhin hatte ich Ström schon mal offen, und die sind also auch von der Farbe passen die und von der Qualität passen die auch. Die lassen sich wunderbar verbauen. Dann kann ich natürlich jetzt auch hergehen und kann die ganze Strecke bis nach hinten mit den Fliesen verbauen, wenn ich dann später weitermache. Und das ganze Zeug, wie es hier liegt, hat gekostet ca. 18 Euro. Es waren 20,37 Dollar inklusive Versand. Und wenn ich dann überlege, das sind so knapp 300 1x4 Fliesen, da kostet eine zwischen 13, 14 Cent oder ab 13, 14 Cent. Wenn ich das hochrechne, da liegen jetzt dann Fliesen, die für 40 Euro verkauft werden. Ne? 13 mal 3, also 39 Euro sind es, knappe 40 Euro. Und die da hier, die haben jetzt gekostet, ich glaube 3, 4 Euro, wenn ich sie rausnehme. Was jetzt nicht billiger war, das sind die 2x4 Blades. Die gibt es ab 4 Cent, glaube ich, 5 Cent bei Brickscout. Und die anderen Sachen sind auch nicht unbedingt günstig. Also wie gesagt, was sich rentiert ist, Fliesen und die 1x1 Fliesen. Und wenn ihr bei AliExpress schaut, das kann ich als Kaufempfehlung geben. Ja, das war es jetzt erstmal wieder das für diesen Bauabschnitt. Ich baue jetzt weiter oben drauf den Aufbau für den Bagger und ja, die Schüttaufnahme. Und wenn das Ganze fertig ist, dann zeige ich euch nochmal das zum Abschluss, wie das Ganze ausschaut, wie sich's hier eingefügt hat. Also bis gleich. Hier steht sie, fertig gebaut, die schöne Bekohlungsanlage von Bluebricks. Hat Spaß gemacht, das Ganze zusammenzubauen, aufzustellen, hinzustellen. Von der
Bauweise her ein paar anspruchsvolle Teile mit dabei, wie jetzt das Geländer zum Beispiel oben drauf auf der Treppe. Was ein bisschen komisch war, das ist jetzt so hier die Befestigung von der Baggerschaufel. Das ist nicht so ganz perfekt, ist aber dran und funktioniert. Das Ganze schaut schlüssig aus. Das mit den Teilen, die nicht so toll von der Klemmkraft waren, habe ich ja schon erwähnt. Was mich dann wieder gewundert hat, das hier sind dieselben Bausteine, die haben wieder relativ gut gehalten. Ja, wie gesagt, schaut toll aus das Ganze. Hat Spaß gemacht. Was mir jetzt ein bisschen komisch vorkam, das ist jetzt hier innen. Hier fehlt irgendwie eine Steinbreite von den Steinen, wo nicht ausgefüllt ist. Warum auch immer. Das kann man dann halt nachbauen oder werde ich dann entsprechend ausfüllen. Ich habe jetzt hier eine Lok drunter gestellt, die Bluebricks Lok, die BR01. Und ich habe jetzt hier professorisch auch mal so einen Befüllhahn hingemacht. Der war auch auf der alten Anlage gestanden. Der wird ja entsprechend angepasst und es wird hier auch dann die Wasserbefüllung oder Wasserbetankung hinkommen. Ist momentan eher so als Platzhalter zu sehen. Ich habe dann unten drunter auch jetzt so ein, wie gezeigt, dann auch in Bahnschwellen hingemacht. Ich habe das Ganze mit grauen Blades aufgefüllt, damit es zusammenpasst. Das ganze Teil lässt sich drehen, es lässt sich bewegen auf den Rädern. Ist schön gemacht, gefällt mir gut. Allerdings ist mir jetzt bei der ganzen Sache aufgefallen, wenn wir von der Seite reinschauen, der ganze Wagen ist, der ganze Wagen, der Abstand ist hier natürlich sehr groß, wenn hier die Kohlen rauskommen. Ist ein bisschen hoch, würde ich sagen. Das heißt, ich werde dann hergehen und werde das Ganze noch mal ein bisschen anpassen und werde es kürzen. Kürzen ist einfacher, wie wenn man aufbauen müsste. Also sehe ich jetzt auch nicht so kritisch. Dann werde ich die Elemente, eins dieser Elemente hier drin, werde ich rausnehmen und werde entsprechend ausgleichen, damit es wieder zusammenpasst, das Ganze. Das zeige ich euch dann im nächsten Video. Für 59 Euro eine klare Kaufempfehlung. Also ich denke 59, es könnten jetzt auch 56 noch irgendwas gewesen sein. Eine klare Kaufempfehlung sind über 1500 Teile waren es jetzt, was drin sind. Es fügt sich gut in jede Anlage ein. Es fügt sich sicherlich auch gut ein, wenn man ein Diorama oder irgendwas bauen möchte. Es ist schön gemacht. Klemmkraft war super von den Sachen. Ja, das soll es soweit gewesen sein. Eine Kleinigkeit habe ich hier noch. Da rentiert sich nicht extra ein Review oder was zu machen. Wir haben uns hier das kleine Auto auch vom Bluebricks gekauft. Ich denke mal oder gehe mal stark davon aus, dass das der Nachbau vom Blues Brothers Fahrzeug sein soll. Ist sehr schön gemacht. Gefällt uns ganz gut. Ist ein bisschen filigran. Sicherlich ein schönes Standmodell, wo man dann auch mit hinstellen kann. 12,95 kann man nichts falsch machen. So, das war's für heute erstmal. Beim nächsten Mal wird es weitergehen. Ich werde jetzt anfangen, Lokschuppendach fertig bauen. Ich werde hier einige Sachen verfeinern. Dann werde ich hier mit dem Gleisplan weitermachen. Dann hoffe ich, ich schaffe es zeitlich. Dann werde ich hier vorne eventuell auch schon die Lücke schließen, die restlichen Platten draufsetzen und einige Schönheitsarbeiten hier machen. Vielleicht noch gucken, ob ich den Wasserturm positioniere. Und ja, bleibt dran. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, aktiviert die Glocke, wenn ihr das nächste Video nicht verpassen wollt. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir ein Like. Ich freue mich natürlich auch wieder über tolle Kommentare von euch. Und das war's. Bleibt gesund.